Herzlich willkommen zu Nightwalk. Heute mit der bezaubernden Enisa Armani. Guten Abend, ihr süßen Süßköpfe. Und guten Abend auch nach Hause an Sie. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich, dass ihr alle hier da seid. Der Comedian, der gleich herkommt, ist einer der wirklich Großen. Eine deutsche Comedy-Legende, eine Instanz. Und jetzt erzähle ich euch was mega Lustiges. Als ich noch Jura studiert habe, haben meine Kommilitonen zu mir gesagt, Enisa, hast du schon mal dran gedacht, eine Misswahl zu machen? Du hättest da bestimmt gute Chancen. Und ich so, wisst ihr was, ich mache da mit aus Quatsch. Und dann bin ich da hingegangen. Und ihr werdet es nicht glauben, habe ich die Scheiße gewonnen. Und in der Jury saßen mehrere Leute und einer davon war Atze Schröder. Wie das so ist, erst judgest du und dann war ich super stolz. Und das ist 3 Jahre, bevor ich mit Comedy gestartet habe. Umso cooler für mich heute als eine Kollegin, als eine Comedian, ihn als einen der größten deutschen Comedians anzusagen. Deswegen einen riesigen Applaus für the one and only Atze Schröder. Danke, danke für die großartige Anmoderation. Ja, die ganze Welt hat auf einmal so viel Geld. Ich habe jetzt gelesen, der Emil von Katar hat sich eine neue Yacht gekauft, weil die alte nass geworden ist. Und ich halte das aber für nicht richtig. Oder nimm mal Prinz Charles. Nee, heißt der jetzt King Charles. Ein Jahr mussten wir uns jetzt dran gewöhnen, dass er eben King ist. King Charles, ich war ja selber auch eingeladen zur Krönung. Ja, bin aber nicht. Ja, ich bin nicht hingefahren, als ich gehört habe, dass Camilla die Kutsche nicht selber zieht. Und nein, aber da siehst du, es spielt auch alles keine Rolle mehr. Alle haben Kohle. Günther Jauch zahlt bei Wer wird Millionär mittlerweile alles aus eigener Tasche, weil es schneller geht. Es ist ihm scheißegal. Alle gönnen sich was. Die ganze Welt gönnt sich was. Nur einer ist seit 30 Jahren sparsam und bescheiden. Euer Atze. Ja, es ist so. Ja. Es ist Wahnsinn, ja. Ein Kumpel rief mich letztens von Mallorca an. Ich habe jetzt eine Finca. Ich sage, ja, putz die, spricht die Deutsch, was ist da los? Und dann bin ich hingefahren. Das ist ja schon toll, so eine 8 Zimmer, 5 Bäder, Webergrill, Terrasse, Blick aufs Meer, keine spanischen Nachbarn, toll. Also, vom allerfeinsten, aber wirklich alle. Ne? Ein anderer Kumpel, Klötzchen Werner, hat sich eine Segeljacht gekauft. Dann Tupertina hat jetzt ein Ferrari. Und ich habe gedacht, ich lasse es jetzt auch mal knallen. Ich greife ganz oben an. Ich habe 30 Jahre gespart. Ich habe mir, haltet euch fest, einen Wohnwagen gekauft. Ja. Danke, das war's von mir. Tschüss. Nein. Ja, ich habe einen Wohnwagen gekauft, den Tabard Comtesse, 12 Jahre alt, aber gut in Schuss, den 600er, den großen. Meiner Perle habe ich es gar nicht erzählt, war eine Überraschung. Ich habe gesagt, Schatzi, stell dich morgen an die Straße. Ich komme mit einer Überraschung vorbei. Ja, meine Perle ist schon so ein bisschen etepetete. Jetzt nicht übertrieben, aber die ist schon gerne im Sitzen. So, ne? Jetzt stand sie da an der Straße, geschminkt wie Helene Fischer am Trapez, Gucci High Heels an, und ich sage, das wird dir gefallen. Dann Prada Handtasche, alles vom Feinsten. Jetzt komme ich da angefahren mit meinem Tabard Comtesse, noch eine rote Schleife drum gemacht. Sie konnte ihre Begeisterung relativ gut verbergen. Das muss ich Ihnen schon sagen. Frauen sehen ja so einen Wohnwagen mit anderen Augen, glaube ich. Ne? Sie guckt und guckt und guckt und guckt auch mal so rein. Und was ist mit Kacken? Ja, ich sage, hier, Porta Potti, ne, zum Rausziehen, fast neu, ne, fast leer. Und ja, auf jeden Fall eine Woche später haben wir Probefahrt gemacht, ne, zu Mosel, von Essen zu Mosel, herrlich. Ne, und das ist ja mehr, der Tabard Comtesse ist mehr als ein Wohnwagen, das ist das Taj Mahal auf Rädern, das ist der Buckingham Palace zum Ziehen, das der einzige mit Doppelachse und vor allen Dingen der einzige 600er Comtesse Wohnwagen in Deutschland mit Tempo 200 Aufkleber. Ah. So.
Wir fahren also da zum Probecampen an die Mosel. Von Essen bis Bernkastel-Kusow 245 Kilometer, 1,5 Stunden. Mein Kumpel Jürgen, der dicke Jürgen, auf dem Beifahrersitz. Ich im Fahrersitz, meine Perle auf Norderney. So, jetzt kommen wir da in Bernkastel-Kusow auf den Campingplatz gefahren. Moseleck, 5 Sterne, Tischtennis, Toiletten separat, Ölabscheider, alles da. Und ich habe noch nie mit so einem Gespann, mit so einem Anhänger rückwärts eingeparkt. So, jetzt stehen da aber 78 Dauercamper und die haben alle Zeit. Alle gucken so und jetzt stand die Karre irgendwann so einigermaßen. Da kam auch schon der Platzwart angeschissen und meinte, ey, Kollege, den stellst du aber noch mal vernünftig hin, woll? Ich sag mal, erstmal her, Sie oder Onkel, dann Satzbau, das Woll, lass mal ganz weg und etwas mehr Respekt bitte, ne? Was ich nicht wusste, auf dem Campingplatz ist ja Platzwart ein anderes Wort für Gott. Das wusste ich nicht. Ich sag, Zwergnase, wenn du das Ding gleich vernünftig hingestellt hast, das Vorzelt aufgebaut, wir kriegen über Satellitsport 1 rein und dann machst du uns da ein schönes Schnittchen so mit dem Klecks Mayonnaise oben drauf und dann darfst du dich eine halbe Stunde dazusetzen und deinen Joghurt mit der Ecke Schweigen löffeln. 5 Minuten später waren wir wieder auf der Autobahn. Ich sag, Jürgen, ich habe eine Bombenidee. Wir fahren schon wieder Richtung Ruhrgebiet, dann haben wir es morgen nicht so weit. Ja, gesagt, getan. Ja, komm auf den LKW-Rastplatz Lichtendorf Süd. Wunderschön gelegen, muss man sagen. Bei Schwerte, wunderbar, hatten sogar ein bisschen Sonne. Also wirklich richtig gut, ne? Schönen Platz gefunden. Gut, dass Jürgen Polnisch kann. So hatten wir ein bisschen Anschluss und das war toll. Ne? Wirklich, also ein Zusammenhalt. Du kannst ja gegen die Polen sagen, was du willst. Die klauen Autos, die entwenden dein Kfz, die nehmen deinen Wagen mit. Aber wer so einen geilen Schnaps brennt, der kann ja nicht schlecht sein. Ich sag's euch. Oder? Wenn Putin sich mit den Polen anlegt, steht der Kreml nächste Woche an der Ostsee, aber mit Fußbodenheizungen neu verfließt. Ey, der ist... Und es war wirklich ein Zusammenhalt. LKW, Radkappe als Feuerschale genommen. Bah, natürlich. Und alle dabei. Der Marek, der Blarek, der Jakob, der Oleg, der Bolek, der Lolek. Und der Watzlaw. Ja, sicher. Ja. Und natürlich Astrid. Aber die war Tschechin. Und hatte nur einen Arm. Und 4 Finger. Lackiert. Aber das tut nichts zur Sache. So. Wir haben einen super polnischen Abend da gehabt. Das war eine Stimmung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Um 12 hatte Watzlaw sogar Geburtstag. Dann haben wir von Tina Turner dieses Geburtstagslied gesungen. What's love got to do with it? Eine Bombenstimmung. Um 2 bin ich ins Bett, der dicke Jürgen auch. Und irgendwie habe ich wohl geträumt, so gegen 3:30 Luftschlacht um Schwerte. Und irgendwie müssen sie wohl die Kläranlage getroffen haben. Ich werde wach, will mich mal noch schützend über meinen Kumpel werfen. Ne, da sehe ich, der liegt da gar nicht und sitzt auf dem Porta-Potti. Atze, ich war diese Woche noch gar nicht. Ich sage, Jürgen, man sieht's. So, nächsten Morgen, Frühstück war wieder super. Ich hatte sogar noch Sex. Ja. Nicht mit Jürgen, nein, ich war auch auf Norderney bei meiner Perle. Camping, sagt man, ist die einzige Methode, die eigene Verwahrlosung als Urlaub zu begreifen. Dankeschön, das war's von mir. Ja. Axel Schröder! Lisa! Ich habe ja 2 Comedy-Specials draußen auch, die man auf verschiedenen Streamern sehen kann. Und als das erste Comedy-Special kam, habe ich gewusst, dass das mit 200 Untertiteln weltweit so anklickbar ist. Also habe ich die damals gefragt, sag mal, darf ich die Untertitel machen? Weil da kommt viel vor, was so aus der deutschen Kultur, das ist schwierig zu übersetzen. Und dann haben die gesagt, nein, Enisa, nein. We have the best subtitle department. Ich weiß gar nicht, warum ich einen persischen Akzent mache an der Stelle. Aber es war so ein bisschen wegen dieser Attitude, diese persische Attitude. We are the best of the best of the best. We mach Subtitles. Du machst keine Subtitles. Ich dachte, okay, die werden schon wissen, was sie machen. Und mein Angebot war ja nur, komm, ich mach das auf Englisch und dann macht ihr in die anderen Sprachen. Aber nein, sie wollten selber.
Also sehe ich zum ersten Mal mein Comedy-Special und ich sitze da und denke so mittendrin, komm, ich mach mal Untertitel an, auf Englisch, mal gucken, ob die es übersetzt haben. Jetzt habe ich in diesem Special ganz oft das Wort Alter benutzt, ja? Weil ich wollte, dass es so ein lockeres, so ein Street-Slang-Special wird. Also habe ich ganz oft gesagt, und dann ist das passiert, Alter, und dann wisst ihr. Und weil ich Frankfurterin bin, habe ich es ein bisschen frankfurterisch ausgesprochen, ein bisschen hessisch und sage aller. Also sage ich voll oft, und dann ist das passiert, aller, und dann sind wir da, und dann aller kommt der Typ und sagt, das ist kein Spaß, das ist ein Fakt. Dann steht da, and then I did this, Allah. Original. Fakt. Bei jedem Satz steht, and then this happened, Allah. And then we went there, Allah. Ganz anderer Inhalt auf einmal. Und dann habe ich diesen Streamer angerufen und sag mal, ihr habt mir gesagt, ihr macht selber. Und jetzt habt ihr so einen Mist. Und dann meinte ich so, oh, was ist denn passiert? Ich so, ich hab alle gesagt, alle. Ihr hättet auf Englisch sagen müssen, mate oder dude, dude. I did that, dude. And then this happened, dude. Und ich meinte so, oh, I'm sorry. Und ich so, was für I'm sorry? Und dann meinte ich so, wir sind digital, wir können das jetzt ändern. Und ich so, oh. Und dann hab ich gemeint, nein, lass stehen. Dann rede ich im zweiten Special darüber. Aber dann sagen die mir, dann haben die mir gesagt, aber wir möchten dir was sagen. Deine Zahlen sind unglaublich. Ich so, ja, because I had help from Allah, weil so oft, wie ich Allah gesagt habe, Alter. Ich will euch noch mehr erzählen, aber das überlege ich mir, während ihr einen ganz großartigen nächsten Künstler begrüßen dürft und genießen dürft. Und dieser Mann ist mit Nightwash ebenfalls live on Tour, den könnt ihr sehen. Der macht sich großartig gerade auf allen Comedy-Bühnen der Welt. Deswegen ein riesen, riesen Applaus für Ben Schafmeister. Leute, ich steige direkt mit einer Einstiegsfrage ein. Kennt jemand First Dates? Jemand so drei? Die neue Date-Assi-Kult-Show auf Vox. Das ist geil, oder? First Dates, für alle, die es nicht kennen, das ist immer so eine Dating-Show auf Vox in so einem Restaurant. Meistens kommt eine Date-Partnerin rein, ja, wartet schon da, oder der Date-Partner, und dann treffen die sich da, gehen essen. Und es ist manchmal sehr unangenehm, manchmal sehr schön. Ich war da jetzt 8 Mal. Aber nicht als Datepartner, sondern die suchen auch immer so Statisten im Hintergrund. Ja, es ist kein echtes Restaurant. Du sitzt da, kriegst gratis Bollo, 10 Euro die Stunde, mega. Ich mache das mittlerweile als Nebenjob, richtig geil. Und das Schöne daran ist, ihr seht auch die Dates, die rausgeschnitten werden. Und das ist mein Bildungsauftrag für euch heute. Weil ich war da jetzt, wie gesagt, und mein Lieblingsdate möchte ich euch einmal kurz erklären. Ja, ich war da, und das war natürlich auch ein Date, das hinterher rausgeschnitten wurde. Und Scheiß, sie war schon da, er halbe Stunde zu spät. Wahre Geschichte, er kommt rein, sieht sie und sagt, boah, ne, und geht wieder. Das fand ich, ja, das, ja. Mich würde mal interessieren, haben wir Couples heute Abend hier? Wo sind unsere Paare? Haben wir einmal klatschen? Haben wir Paare? Einmal klatschen? Clap your hands. Ja, sehr schön. Ihr seht ja mega süß aus da. Der Typ einfach 9 Meter. Ich habe jetzt schon Angst vor dir, Alter. Du siehst aus wie der hübschere Klitschko einfach. Schön, dass du da bist, Alter. Du bist mit deiner, klatsche, nein, hör auf, komm. Das ist ein Level von Narzissmus, wenn man für sich selbst anfängt zu klatschen. Das finde ich sehr sympathisch. Woo! Ihr beiden seid ein Couple. Wie lange seid ihr schon ein Paar? 7 Jahre. 7 Jahre. Boah, das ist in Köln schon ein Wahnsinnsding. Alle sind so, ne. Krass. Okay, wie ist dein Name? Lars. Lars, und du bist damit? Tamara. Ja. Tamara und Lars. Ihr seid ein süßes Couple. 7 Jahre, wo habt ihr euch kennengelernt? Im Heising und Adelmann. Im Heising und Adelmann. Ah, ihr seid reich. Schön, dass ihr hier seid. Geil, hey! Sag das doch gleich, die. Wenn euch irgendwas gefällt, einfach mal mit einem lila Schein auf die Bühne werfen. Das geht auch. Einfach mal. Geil. Ich mache das immer so, ich suche mir immer gern ein cutes Couple aus und würde für euch gern singen. Ist das okay für euch? Ja? Was ich dazu nur vergessen habe, ist, ihr müsstet einmal auf die Bühne kommen. Kommt einmal auf die Bühne. Ein Riesenapplaus für euch beide. Da geht noch ein bisschen mehr, Köln. Nichts Schlimmes. Hi. Freut mich, dass du da bist. Hi. Setz dich, das ist dein Moment im Fernsehen. Moin, Lars. Ihr habt euch im Heising kennengelernt, bei sehr viel Champagner wahrscheinlich. Das ist eine sehr süße Geschichte. Also ja.
Ich würde gerne die Kennenlerngeschichte von euch beiden so ein bisschen umschreiben in einem Impro-Song und schauen, wie ihr euch auch hättet kennenlernen können, ja? Und das wird ganz entspannt. Ihr müsst auch gar nicht viel machen. Ich finde es sehr schön, dass ihr hier seid. Ihr habt jetzt schon die Sympathie der Leute, weil alle glücklich sind, dass sie nicht hier oben sind. Aber wisst ihr, das einzige Trostpflaster ist doch, ihr seid die niveauvollsten Menschen, die jemals bei RTL 2 zu sehen waren. Also, das ist geil. Vielleicht macht ihr bei Naked Attraction irgendwann mit. Wer weiß, niemand weiß. Ich werde gleich so Behauptungen über euch aufstellen, wie ihr euch auch hättet kennenlernen können. Und immer, wenn ich dann eine Aussage treffe, gucke ich euch an, entweder dich, Lars, oder dich, ja. Und dann werdet ihr quasi einfach dazu Ja oder Nein sagen, je nachdem, ob es stimmt oder nicht. Das war's, oder? Kriegt ihr das hin? Meinst du, das kriegst du hin? Check, check, check. Einfach kurz Apache geworden. Check, yo, DJ Khaled, geil, dass du da bist. Das ist jetzt schon völlig die Kontrolle über die Show verloren. Ja, ich auch. Wir fangen mit dir an, ja? Du bist auf dem Weg zum Date. Hat jemand einen guten Ort für ein erstes Date? Ruf mal was rein. Kino. Kino? McDonald's, sagt ein Assi hier vorne. Sehr schön. Geil. Ja, nehmen wir McDonald's, sehr romantisch auf dem McDonald's-Parkplatz. Ihr habt lange geschrieben über, Tinder. Ja, alles klar, über Tinder. Dir ist aufgefallen, sie ist was ganz Besonderes, ne? Ihr habt jetzt schon ein bisschen geschrieben, sie ist humorvoll, sie ist wunderschön, sieht reich aus. Alles, was man sich wünschen kann, hat sie. Und du bist sehr aufgeregt und vor dem Date gehen dir auf dem Weg dahin ein paar Gedanken durch den Kopf. Er ist schon eine ganz schöne Weile allein. Fragt sich schon lang, wie kann das denn sein? Er ist doch super gut im Bett. Ja. Fragen Sie. Ja. Sehr gut. Du siehst auch so aus wie ein richtiger Ficker. Ich sag, ey, wirklich. Zu jeder Frau immer höflich und nett. Ja. Ja. Er ist klug und gebildet und auch charmant. Ja. Und hatte erst eine Beziehung. Nein. Na, das habe ich mir gedacht, Alter. Wir nähern uns an. Haben wir Zeit? Was meinst du? Was denkst du? Okay, wir fangen einfach. Und hatte erst zwei Beziehungen. Nein. RTL, ich hoffe, Sie haben nichts mehr vor. Wir werden jetzt bis 1 Uhr nachts durchstreamen. Nein. Und hatte zu viele Beziehungen. Ja. Ja. Und ist als höflich bekannt. Ja. Geil. Was trinkst du gerne so für Bier? Kölsch. Kölsch? Er trinkt gerne Kölsch und zwar auch vor 4. Ja. Das habe ich mir gedacht. Und guckt total gerne den Bachelor mit dir. Nein. Ja, das. Wir nähern uns an. Und guckt total gerne Germany's Next Topmodel mit dir. Nein. Okay. Und guckt total gerne Hitler-Dokus mit dir. Nein. Und guck total gerne irgendwas, was du willst mit dir. Ja. Ja. Oh, won't you stay with me? Wir gucken mal, wie wir den Text können. Köln. Cause you're all I need. Ja, manche haben sie gesungen, war falsch, aber nah dran. This ain't love, it's clear to see. Da war nämlich das sie, sehr schön. But darling, stay with me. Ich hab Gänsevorhaut, das war wunderschön. Jetzt kommen wir zu dir, ja? Ja. Super Überleitung, aber es tut mir sehr leid. Mama guckt, es tut mir leid an dich zu Hause. Jetzt kommen wir zu dir, du bist auch schon sehr aufgeregt, ja? Und auch vor dem Date gehen dir ein paar Gedanken durch den Kopf. Ihre Girls fragen sich schon seit langer Zeit, wieso macht sie denn nie ihre Beine breit? Nein, stopp. Das muss ich nochmal korrigieren. Ihre Girls fragen sich schon seit langer Zeit, wieso ist sie allein? Sie wäre eine tolle Bride. Das ist Englisch und heißt Braut. Sie ist eine kluge und authentische Frau. Ja. Jetzt antwortet das Publikum für dich. Das ist auch... Und nimm's mit der Größe nicht ganz so genau. Doch, auch.
Sie hätt gern Typen mit Pferdeschwanz, Frisur egal. Ja. Los, 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 los. Doch ein Typ mit einem Fußfetisch wär eine Qual. Oh nö. Gottes Willen! Ich dachte, es ist ein bisschen Comedy hier. Ja, wir sind wieder bei RTL 2. Da haben wir es wieder. Sie ist klug und gebildet und obendrein. Kann sie super gut kochen. Ja. Woo, geil, was kannst du kochen? Vieles, vieles. Vieles? Ja. Jackpot, Alter. Geil. Besten Gambas. Bitte? Die besten Gambas und die beste Lasagne. Oh, won't you stay with me? Guck mal, die manche sind schon besoffen, geil. 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Jetzt habe ich noch einen Chor für euch vorbereitet. Er ist international singbar, keine Sorge, er geht oh. Ich mach vor, ihr macht nach. Und dazu machen wir alle, um jetzt mal die Stimmung hier so ein bisschen gebühren, endgültig in den ZDF-Fernsehgarten zu holen. Gleich kommt Kiwi. Erstmal alle Handylichter an. Mach mal alle eure Handylichter an. Fürs Fernsehen auch immer. Boah, da sind wir alle direkt schon vorbereitet. Bitte keine Feuerzeuge, das gibt Brandschutzprobleme. Aber sonst... Manche checken noch Insta nebenbei. Auch das finde ich gut. Oh, guckt euch das an, wunderschön. Der Chor geht so, ich mach vor, ihr macht nach. Oh, 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 Köln, jetzt ihr! Oh, 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 wo sind meine Ladies? Seid ihr da? Oh, oh, oh. Alle mit Vorhaut! Oh, oh, oh. Alle, die gut im Bett sind. Oh, oh. Die mit dem McDonald's-Vorschlag eben, das war wieder klar. Und jetzt mal nur die schönen Menschen Köln. Oh, oh, oh. Und alle, die sich fragen, wie lange die Scheiße noch geht, weil sie eigentlich Comedy sehen wollen und seit 20 Minuten zu Hause sind. Oh, oh, oh. Nee, immerhin ehrlich, danke. Oh, won't you stay? Because you're all I need. Yeah, danke schön! Das ist euer Applaus, einen Moment noch. Ihr seid so süß, ihr bekommt auch, wir sind ja auch live auf Tour in ganz Deutschland, kommt gerne vorbei und ihr müsst nicht mal was zahlen, ihr bekommt Tickets für die Show eurer Wahl, wenn ihr Bock habt. Ich freue mich, euch nochmal zu sehen. Ey, schön, dass ihr mitgemacht habt. Komm her. Riesen Applaus für die beiden! Riesiger Applaus, danke fürs Mitmachen, danke, dass ihr so toll mitgemacht habt. Das war's von mir, habt einen schönen Abend, danke Köln! Ein riesen Applaus für Ben Schottmeister! Mega. Das war richtig süß, ihr wart auch alle voll süß. Da vor allem mit Vorhaut waren auch viele Frauen. Seit neuestem beschäftige ich mich sehr damit, so diese Unterschiede in der Kultur. Es gibt zum Beispiel einen Satz im Persischen, den ich so liebe. Wenn ein Mensch sich wehtut, was, egal ob klein oder groß, und er schlägt sich den Fuß irgendwo an oder irgendwas Kleines, dann sagen wir sofort, also sobald die Person sagt au, sagt die andere Person, dardet bejunam. Das bedeutet, hoffentlich kommt dein Schmerz auf meinen Körper. Das so, ist das nicht poetisch? Also es ist so süß. Dann habe ich so lange drüber nachgedacht, was wir im Deutschen sagen würden, wenn jemand sagen würde, au. Und dann dachte ich, ja, man würde sagen, nimm eine Ibuprofen. Ja? Ja, oder? Das wäre so ein bisschen, nimm eine Ibu. Au. Ich liebe das, wenn man sich schnell auf einer anderen Sprache unterhalten kann. Ist unhöflich. Ich mache das jetzt nicht, wenn mich jetzt jemand versteht, aber so, wenn man so für sich. Ja. Aber mir ist aufgefallen, zum Beispiel dachte ich, es wäre mal so praktisch, dass ich auf Persisch lästern kann. Aber dann habe ich gemerkt, ich sage die ganzen Keywords, also die wichtigen Schlagwörter, sage ich auf Deutsch.
Also sagen wir, ich möchte jetzt mit dir, wie heißt du, meine Liebe? Susanna, angenommen, ich möchte mit Susanna lästern, ja? Und dann würde ich so sagen, Susanna, un pesar aber rosa ne Mütze. Zweite Reihe ne Schaste. Heli, ihr seid komische, na? Ich sag das so, jeder versteht. Guck mal, mein lieber RTL, die Zuschauer sagen so, ach, ich wusste gar nicht, dass ich Persisch spreche. Ja, tun sie. Ich sag immer genau das Wort, was dann keiner verstehen soll. Und meine Eltern sind immer so, Nisa. Und ich sag so, ah, haben die das verstanden? Ja. Wer von euch weiß, was Hackeln bedeutet? Das ist ein Comedy-Begriff. Ja. Reinrufen, meine Liebe, genau richtig. Aber speziell bei Comedy, also wenn du quasi eine Show, naja, kannst positiv hackeln, aber manchmal auch störst du. Also wenn du zum Beispiel genau bevor der Gag kommt, irgendwie versuchst, selber einen Gag zu machen oder so, das stört. Und dann habe ich so versucht nachzudenken. Ich so, hatte ich jemals einen Hackler? Dann habe ich überlegt, dann dachte ich so, tatsächlich, ich bin mitten bei der Show, müsst ihr euch vorstellen, große Halle, auf einmal eine Dame. Und dann bin ich darüber und ich so, ja, bitte? Und meinte sie, Inisa, ich wollte sagen, den einen Witz fand ich gerade voll gut. Und da habe ich gemeint, wie krass, Deutsche hackeln mit Ordnung. Also selbst, also wahrscheinlich, selbst wenn sie was Böses sagen wollte, würde sie, darf ich? Fuck you. Weißt du, so, es ist so, wir lieben Ordnung. Okay, dann darf ich jetzt die nächste Künstlerin ansagen. Und diese Künstlerin ist den ganzen Weg aus Berlin hierher gekommen. Ein riesen, riesen Applaus für Christina Boganski. Hey! Nice! Hi! Ich stelle mich kurz bei euch vor, ich heiße Boganski, das ist mein Nachname. Boganski. Weißt du, so ein richtig schön asozialer Nachname? Boganski. So nennen mich auch alle. Mein Vorname Christina hat sich nie durchgesetzt, auch bei meiner Mutter nicht. Und ich finde, Boganski klingt immer ein bisschen wie so eine polnische Bratwurst, oder? Ich habe mir schön eine Boganski gegönnt, so mit Senf so. Mm. Gibt es auch vegan, Veganski. Oder? Ich finde, Boganski klingt auch immer wie so ein Fußballprofi aus der Kreisliga. So am Wochenende hat Boganski wieder 3 Tore geschossen. Jetzt liegt er besoffen in der Ecke, voller Senf. Kennen wir ja alle. Das ist so ein Name, den kann man so richtig schön grölen. Macht mal auf 3. 1, 2, 3. Geil, ich bin kurz gekommen, danke. Obwohl so viele Lichter an waren. Einige Frauen so, oh mein Gott, wie hat sie es gemacht? Erzähle ich euch später. Geil. Anis hat schon gesagt, ich komme aus Berlin. Genau, also ich lebe da seit 2019. Vorher habe ich 20 Jahre in Hamburg gelebt. Und es ist krass, ein krasser Wechsel. Es ist eine sehr direkte Stadt, als ich gerade 6 Wochen in der Stadt war. Wahre Geschichte. Ich gehe so über die Straße, kommt so ein Typ an mir vorbei, guckt mich an und schreit so, Schlampe! Ich war richtig schockiert, weil ich so dachte, das kann sich unmöglich so schnell rumgesprochen haben. Ich bin ja extra weggezogen. Oh, oh mein Gott. Geil. Auf jeden Fall mega geil. Immer wenn ich in Berlin erzähle, dass ich da erst seit 2019 lebe, sind alle immer so total irritiert und so, was, das ist viel zu spät. Das ist ein bisschen wie auf so eine Party zu kommen, die schon 8 Stunden vorbei ist. Und ich bin so, ja, aber solche Leute muss es ja auch geben. Ne? Die kommen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Und nehmen sich das dann. Ich glaube, auf dem Dorf nennt man das Reste ficken. Hat das schon mal jemand gemacht? Hat das schon mal jemand gemacht? Cool, weil es ist hell, ne? Ihr traut euch jetzt nicht. Weil es ist immer so geil, wenn ich das auf dem Dorf spiele und frage, sind die immer so, ja, ich weiß genau, was die Frau da vorne meint. Und dann gucken sie ganz verliebt zu ihrem Sitznachbarn rüber, weißt du noch? Die Scheunenparty beim einäugigen Uwe. Und seitdem sind die auch zusammen und haben ganz viele Kinder bekommen mit 2 Augen. Und das ist auf jeden Fall mein Ding jetzt in Berlin, ist mega. Ich habe auf jeden Fall eine sehr schlechte Angewohnheit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so im öffentlichen Raum seid und Menschen zu laut reden, dass ihr zuhört. Ja. Machst du auch Notizen? Ja. Ja, geil. Du alter Freak, ey. Ich dachte, das mache nur ich. Ich sitze da, schreibe so mit. Du bist es. Oha. Du lauerst ihn dann später im Gebüsch auf. Geile Story, darf ich mit nach Hause.
Auf jeden Fall sitze ich da, Notizen vorhin im Café, zwei Frauen haben sich unterhalten, so Freundinnen. Eine davon hatte irgendwie abgenommen und die andere war so, oh mein Gott, das hast du so toll gemacht, hat sie so krass gelobt. Wir sind schon so lange befreundet, mit dir kann man wirklich durch dick und dünn, ne? Und dann dachte ich auch wieder, andersrum funktioniert die Scheiße nicht, oder? Wenn du zugenommen hast, sagt keiner zu dir, Mensch, toll, wie diszipliniert du das durchgezogen hast. Nur gelegen, nur gefressen und dann klatschen die so auf die Plauze, so, bah, dieser Sound. Es geht runter wie Pommesöl, weißt du? Das macht immer keiner. Mich fuckt das immer total ab, weil ich so denke, gesamtgesellschaftlich gucken wir immer noch auf das Schönheitsideal schlank. Aber jeder soll doch so sein, wie er sich gut fühlt, oder? Klatschen normalerweise immer nur die Dicken, aber yay! Nein, manche jetzt, I love it. Ist auf jeden Fall, ich finde gerade beim Thema Gesundheit kann mir keiner was vormachen. Das ist so mein Ding. Weil ganz ehrlich, habt ihr mal unseren aktuellen Gesundheitsminister angeguckt? Yo, was geht? Wie sieht er denn aus, Alter? Der Typ sieht aus, als würde er sich nur von Kaffee und Kippen ernähren. Einmal im Jahr so einen Apfel und dann merkt er so, oh nee, meine Zähne sind so schlecht. Mir fehlt da absolute Integrität in dem Amt. Und ohne Scheiß, ich bräuchte jemanden, keine Ahnung, ich bräuchte so einen Smoothie-Girl oder so einen Smoothie-Boy, die so Rezepte twittert. So, ich habe heute was mit Grünkohl ausprobiert. Und abends empfiehlt die Person uns so eine 10-minütige Meditation und sagt, Weltfrieden beginnt bei dir und verlinkt das Verteidigungsministerium. Geil. Yes, so jemanden bräuchte ich. Vielleicht stelle ich mich auch mal auf. Boganski, es gibt Wurst. Ja, geil. Ich bin tatsächlich viel unterwegs. Ich war letztens in so einem Hotel untergebracht, das hieß Hotel Eden. Lasst es kurz auf euch wirken. Wie weit vom Paradies willst du entfernt sein? Hotel Eden, so ja, nee, also braune Holzdecken, super. Hotel Eden, ja. Und ich habe dann so im Internet vorher noch gelesen, was da so geht im Hotel Eden. Und dann stand in der Beschreibung zwanglos. Hotel Eden, zwanglos. Ich war kurz irritiert und dachte so, hä, will der Veranstalter, dass ich nach der Arbeit noch arbeite? Und dann habe ich so gedacht, wie kommt man denn darauf, dass man zwanglos in seine Hotelbeschreibung schreibt? Was ist denn da passiert? Wollte da jemand nicht zum Frühstück? Doch, du musst Buffet, bah! Weißt du so? Und dann dachte ich, wenn ich irgendwie das Wort zwanglos höre, denke ich irgendwie an so einen Jürgen, der in so Shorts an der Bar sitzt und ihm hängt hier so ein Ei raus, weißt du? So auch. Er ist so, ja, nee, also ist zwanglos. Ja, guck ruhig hin hier, ne? Kannst du mal. Auch geil, wenn dein Ei so hängt, musst du zum Arzt, auf jeden Fall. Ich bin dann da in dem Hotel gewesen, kein Jürgen, aber ich so mit meinen Titten raus. Ist zwanglos. Jetzt darf ich den nicht mehr hin, aber egal. Ja, zum Abschluss kann ich euch noch sagen, ich hatte schon Geburtstag. Yay. Alle so, huhu, cool. Wahrscheinlich hatte jede Person schon mal mindestens einmal in ihrem Leben Geburtstag. Ich hatte Geburtstag im Januar schon. Ich bin 42 Jahre alt geworden. Weißt du, ganz mal, jetzt mal ohne Scheiß, welche Frau über 40 sagt, dass sie über 40 ist? Das ist kein lukratives Alter, weißt du? Frauen machen sich normalerweise jünger. Vielleicht bin ich auch schon 60. Also, es passiert über 40. Da ist man einfach raus, Rand und Band. Nee, aber es ist wirklich so, manche kommen so zu mir und sind so, oh mein Gott, das ist so ein Glow, 42, wie geil. Ich so, oh, danke, ist Chipsfett. Ja, aber kennt ihr das, wenn du eine Frau fragst, ganz oft viele Frauen sagen einfach nicht mehr, wie alt sie sind ab einem gewissen Alter. Die keine Ahnung, was da los ist. Ich habe letztens so eine gefragt. Ich so, yo, so auch yo, wie alt bist du, ne? Sie wollte es nicht sagen. Sie hat sich krass geniert und war so, nee, ich will nicht, mehr. Hat sich richtig angestellt. Ich so, wie alt bist du? Und sie so, I'm forever 29. Und ich so, nee, ich denke nicht, Gisela. Du hast einen Rollator. Vorne in dem Körbchen liegen deine Dritten und deine Titten. Warum sprichst du Englisch? Gisela, das Einzige, was Forever 29 bleibt, ist dein Geburtsjahr. Ich habe auf jeden Fall, wirklich, ich liebe das, über 40 sein, whatever, ist eine geile Zeit. Sage ich, bilde ich mir mal ein, morgens vorm Spiegel, während ich heule. Super, nee, ist mega. Und das einzige Negative aber, was mir aufgefallen ist, seit ich so über 40 bin, versuche ich überall meine Nacktheit so ein bisschen aufzudrängen. Kennt ihr das? Nee? Guckt schon weg, nein, tu's nicht. Don't do it. Nein, ohne Scheiß, war letztens beim Arzt und dann höre ich mich auf einmal sagen, soll ich mich ganz ausziehen? Und sie so, Frau Boganski, gehen Sie doch erstmal ins Wartezimmer. Und jetzt habe ich keinen Arzt mehr. Dankeschön, das war meine Zeit. Christina
Mein Mann ist halb Deutscher, halb Amerikaner. Ich liebe es, wenn ich mit ihm nach Amerika reise. Das ist das Allerbeste. Ich stehe 538 Jahre mit meinem deutschen Pass in dieser Immigration Line. Vor allem gebürtig im Iran. Das heißt, ich werde nochmal anders behandelt, trotz deutschen Passes. Und dann stehe ich da und stehe ich da und stehe ich da. Und danach muss ich 538.000 Fragen beantworten. Meistens sehr nett, aber so, was machen Sie hier? Und dann, ich bin Comedian. Und dann, hey, really? Und dann, tell me a joke. Und so. Und dann stehe ich da eineinhalb Stunden und bei ihm mit seinem amerikanischen Pass. Er geht einfach durch die da Citizen Line und der Typ macht so, macht das auf, macht das zu, sagt, welcome home, brother. Ich denk so, Alter. So, ihr Lieben, also, Moment, ich werde jetzt tatsächlich manchmal in London oder in New York erkannt. Manche Sachen werden international ausgestrahlt, also sehen das Menschen. Und letztes Mal kam so ein super, super süßes Mädchen, kam so auf mich zu und meinte so, excuse me, are you Enisa Amani? Und ich bin so voll, ich denke so, wo hat sie, war sie vielleicht mal bei einer Show von mir in England oder so? Und ich war voll stolz und ich so, yeah. Und ich so, how do you know me? Sagt sie, I'm German. Then talk doch Deutsch, you Schrott. Warum you mach me Hoffnung? So, meine Lieben, seid ihr gespannt? Habt ihr noch richtig Energie für die letzte Künstlerin? Und zwar, die ist den ganzen Weg aus der Schweiz gekommen. Deswegen verdient das extra großen Applaus. Plus, sie ist zurzeit mit Nightwash live auf Tour. Das heißt, wenn ihr Bock habt, mehr zu sehen, bitte macht das bei allen Künstlern und Künstlerinnen heute Abend. Checkt deren Social-Media-Seiten, lasst einen Kommentar da, auch bei mir. Ich blogge euch wahrscheinlich, aber macht nichts. Schreibt Hi und Hey, cool, dass du da warst. Das sind Künstler, die leben von eurem Feedback. Deswegen ein riesen Applaus für Leila Ladari. So werden Schweizer empfangen? Geht's euch so schlecht? Ja, ich bin tatsächlich aus der Schweiz angereist. Ich lebe in der Schweiz. Ich bin in der Schweiz geboren. Warum? Weil ich mehr Glück hatte als ihr. Typisch schweizerisch, immer erstmal unsympathisch machen. Ich hatte natürlich das Pech, in der Schweiz geboren zu werden und jetzt Comedy zu machen. Weil die Schweizer lachen auch nicht. Ist zu teuer bei uns. Das geht gar nicht. Ich lebe in Basel mit dem Mann, den ich liebe. Ja, ich weiß. Ich finde auch, das klingt viel süßer, als wenn ich sage, ich lebe mit meinem Papa. Das, Ja. Mein Papa, der ist mega süß. Er ist Tunesier. Ursprünglich ist er Muslime, also Moslem. Und meine Mama ist aber österreichisch-schweizerische Sexualtherapeutin. Ja, und die Mischung macht mich zum Scheidungskind. Weiß nicht, was die sich überlegt haben. Keine Ahnung. Aber wenn die Eltern so krass unterschiedlich sind, also eben die Mama, die ist Sexualtherapeutin und die ist ultra positiv, genauso wie mein Papa, beide sehr positive Menschen. Auch in der Sexualtherapie ist meine Mama ultra positiv, also wenn es ums Geschlecht geht auch. Da fängt schon an, sie benutzt das Wort Geschlecht nicht, wegen dem Teil schlecht. Es ist zu negativ und sie nennt es auch nicht Schamlippe, sondern Lustlippe. Ja, und ich nenne es auch nicht Kindheit, sondern Trauma. Danke. Aber wie gesagt, wenn die Eltern so krass unterschiedlich sind, dann lernt man schnell, dass man in Beziehungen Kompromisse eingehen muss. Sonst funktioniert das nicht. Ich musste das auch lernen. Mein Freund ist nämlich ganz anders als ich. Er ist so nerdig. Also er ist Mathematikstudent. Der mag... Oh ja. Der mag Sachen wie Mathematik und Züge und Herr der Ringe. Autismus, ihr habt's verstanden. Gut. Und ja, das ist irgendwie alles nicht mein Ding, aber ich gehe sehr gerne Kompromisse ein. Ich gehe auch immer zu so Events mit. Zum Beispiel hat er mich an ein Mittelalterfest eingeladen. Macht mal Applaus, wenn ihr schon mal an einem Mittelalterfest wart. Wow.
Die ganze Seite, okay. Für die auf der Seite, falls wir Single Ladies da habt und ihr euch fragt, wo all die heißen Männer am Wochenende sind, nicht da. Nein. Aber mein Freund hat mich vorgewarnt, dass die Leute sich verkleiden für Mittelalterfest. Und was habe ich gemacht? Mittelalter gegoogelt. Okay. Und dann habe ich auf Zalando nichts gefunden. Und dann habe ich mir so ein Kostüm gemietet für 100 Schweizer Franken pro Abend. Und ich kam da an am Mittelalterfest und waren wirklich alle verkleidet. Die Frauen, die hatten so lange blonde Zöpfe und so Corsagen, wo die Titten so ans Kinn klatschen. So. Und ich stand so da in der Ritterrüstung. Also. Ja. Mein Freund, der geht nicht so gerne Kompromisse ein, wie ich es mache. Zum Beispiel habe ich ihn schon so oft an meinen Brunch eingeladen. Ich mache immer Samstag Brunch. Und dann habe ich ihn schon wieder gefragt, so, hey, komm doch mit zum Brunch. Und er so, nein, Leila, du weißt doch, ich mag keinen Brunch. Mach doch du das mit deinen Ladies. Und ich so, und ich mag keinen Analsex, mach doch du das mit deinen Jungs. Diskussion abgeschlossen. Ja, aber ich denke mir so in Zukunft, ich finde ihn wirklich sehr toll, dass wir vielleicht eines Tages mal Kinder zusammen haben. Und ich gucke jetzt bei meinen Freundinnen zu, die haben alle schon Kinder. Also ich habe 7 Freundinnen, die haben innerhalb von 2 Jahren alle ein Baby bekommen. Und ja, die sind aber total beschäftigt jetzt. Ich habe keine Freunde mehr. aber ich finde es wirklich mega süß. Sie sind alle mega tolle Mütter und machen das wirklich mega toll mit ihren Kindern. Sie übertreiben es aber mit einer Sache so ein bisschen, ganz ein bisschen. Meine Freundinnen, die haben so Mama-Fan-Artikel, kennt ihr die? Also das sind so Kaffeetassen zum Beispiel, wo so Sachen draufsteht wie so Supermama oder so beste Mama der Welt. Die kaufen sich das alles selber. Keines dieser Babys kann laufen. Ich weiß nicht, woher die Artikel kommen. Meine beste Freundin, die hat Mami-Fan-Artikel-T-Shirts. Ja, crazy. Ihr Lieblings-T-Shirt ist schon ganz verwaschen. Man kann es fast nicht mehr lesen. Aber auf ihrem Lieblings-T-Shirt steht der folgende Slogan. Ich bin eine Mama. Was ist deine Superkraft? Verhütung, Schatz. Das war's schon von mir. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Leila Ladari. Dankeschön. Danke. Und das war die beste Comedy-Show Deutschlands, Nightwash. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Bye.